So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Hier sitzt nämlich das Paket und der Adi sitzt auch am Start. Der schnüffelt schon wieder am Paket rum. Da steht nämlich überall Vorsicht, Glas, ne? Außerdem steht da auch Deichmann.com. Hier steht auch nochmal Vorsicht, Glas. Hier steht nochmal Vorsicht, Glas. Hier steht nochmal Vorsicht, Glas. Also, was da wohl drin sein wird. Ein was müsste ich ja schon wissen, ein was dürfte ich kennen, das müsste ein Döner sein. Döner per Post, wer kennt's nicht? Das Ganze kommt nämlich vom Jens, von unserem Power Raider 100 oder auch 100 Finisher und Raid Boss 2004 und Raid Boss 10.006. Also der hat ja auch mächtig viele Accounts. Ich weiß aber nicht, was da sonst noch drin ist, wenn da was mit Glas steht. Bestimmt eine Schneekugel, ne, die man so hin und her wackelt und dann fliegt alles rum für Weihnachten, schön als Dekoration, was auch sonst. Adi ist schon gespannt, ich bin gespannt. Wir wollen das jetzt mal hier aufmachen. Da hätte wirklich gesagt, eigentlich war es schon zu, aber die Idee, spaßenshalber mit dem Döner, war so genial, dass er das nochmal aufmacht und noch einen Döner mit reinpackt. Jetzt wollen wir mal gucken, ob da wirklich ein Döner drin ist. Wenn da ein Döner drin ist, dann muss ich den natürlich heute essen. Hab extra den ganzen Tag noch nichts gegessen, weil er gesagt hat, dass das gestern pünktlich mit dem heißen Döner zur Post gekommen ist. Heute dann also sicherlich ankommt und deswegen bin ich mal gespannt, ob es heute lecker Döner gibt. Döner aus Hofheim, ja, wenn man das sagen darf. So, Adi, lass uns mal hier reingucken. Schau mal hier rein, Adi. Adi, Adi, Adi! Ich muss das umklappen. Bruder, beruhige dich, alles wird gut. Hier haben wir erstmal ein Platzdeckchen. Soll ich mir das jetzt... Das könnt ihr euch jetzt hier schön reinhängen. Wie beim Bud Spencer, wenn ihr dann esst, damit ihr da schön euch nicht vollsaut. Dann haben wir hier noch einen Teller dabei. Auch richtig genial. Und jetzt guckt ihr das an. Hey Ramon! Ein kleiner Gruß, ohne viele Worte, viele Grüße, Jens, in Klammern, Redboss. Das ist aber schön, vor allem der Teller und diese Serviette, die machen mich total wirre. Das werde ich nachher beim Döneressen auf jeden Fall nutzen und anziehen. Finde ich schön, dass das schön so zurecht gemacht ist. Ein kleines Dinner for me, ja, bin ja nur one. Und hier scheint wohl der Döner drin zu sein, in dieser Barilla Penne Rigate Box. Den machst du nämlich auf und dann hast du hier drin, schön verpackt, einen Döner. Und der sieht richtig rundlich aus. Bei uns, wir haben ja immer so dreieckiges Fladenbrot, also so richtig bam, bam, bam. Aber das sieht aus wie die anderen, die so richtig rund und brötchenhaft sind. Das lasse ich jetzt aber noch hier drin. Den werden wir testen in der extra Folge Ramses Kitchen. Adi, da musst du dich noch gedulden. Lass uns lieber mal hier reinschauen. Hier sind zum Beispiel die Bravo Feuerdrachen. Die kenne ich, die hat der Ispo mal gegessen und fand die so genial, dass immer, wenn er zu mir kam, gesagt hat, wir müssen nochmal in Rewe, denn entweder wollt er Feuerdrachen oder Jumbies. Also wenn er was gerne isst, dann sind das Jumbies und Feuerdrachen. Die kennt er, glaube ich, von seiner Tante. Und hat gesagt, die hat er nirgendwo mehr gefunden, die gibt's gar nicht mehr, er sieht die nirgendwo mehr, so ein Scheiß. Die Bravo Feuerdrachen sind ausverkauft überall, aber der Power Raider Jens, ne, der hat uns hier noch eine Packung rein. Die schmecken auf jeden Fall und die sind auch scharf. Also nicht so scharf, dass ihr gleich tot umfallt, aber die sind auf jeden Fall schön würzig. Das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Dann haben wir hier rote Pfefferonen gefüllt mit Frischkäse-Zubereitung. Traumhaft cremig. Ist auch eine feine Idee, vor allem mit dem Frischkäse, auch nochmal richtig toll. Was ich jetzt aber schon sage, ich kaufe solche Sachen so gut wie nie. Ich nehme immer nur so Pfefferonen, eingelegt in so Essigbrühe, weil das tropft einfach runter und dann hast du die Pfefferone und die ist noch schön saftig. Dieses Eingelegte mit dem Frischkäse, das ist ja meistens in so Öl.
Und mach mal das Glas auf und ess mal das ganze Glas mit einmal. Dir wird so schlecht, dir wird so speiübel, weil die einfach so extrem ölig sind. Die schmecken verdammt gut. Aber dieses ganze Ölige an dieser Schale dran, dieses Schmierige, das ist so aufdringlich. Da reicht es wirklich, wenn du eine isst, am Tag oder in der Woche meinetwegen. Aber wenn du diesen ganzen Inhalt vom Glas mit einmal isst, ich glaube, du brichst alles voll von oben bis unten durch dieses schmierige Ölige. Dann haben wir hier noch ein Astra Kiezmische, fruchtiges, trübes Alster, geiler Fruchtgehalt. Guckt euch das an, fruchtiger wird's nicht, da ist noch eine Meerjungfrau drauf. Ich glaube, das werde ich dann direkt beim Döner mit verspeisen, also trinken. Denn dafür eine extra Ramses Kitchen lohnt sich nicht. Am Montag bei Chill mit Ramses geht die unter, weil die so klein ist. Die werde ich mit zum Döner dann nehmen und mir reinziehen. Dann haben wir hier eine Packung Fokakine mit Kräutern zum Aufbacken. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wohl was, der Typ mit der Baskenmütze sieht aus wie ein Franzose. Ich hätte jetzt fast gesagt, was Italienisches, aber ist eine Mischung aus beiden. Was steht hier hinten noch? Weizen-Kleingebäck mit Kräutern zum Aufbacken. Okay, vielleicht abends mal zum Snacken. Vielleicht noch ein bisschen so Frischkäse oder Quark daneben gestellt, reingetunkt, aufgebacken, schön. Wie wenn du halt, kennst du ja als Vorspeise, wenn du irgendwo essen gehst, gibt es ja auch viele Sachen, die du da tunken kannst in irgendwelche Knoblauch-Dips oder Tzatziki-Dips. Finde ich auf jeden Fall auch genial. Und die feiere ich erst recht. Die echte ungarische Paprika-Kolbatsch-Paare. Jedes Mal, fragt Pupsi, jedes Mal, wenn wir einkaufen sind, zeige ich Pupsi diese Kolbatsch-Paare und sage, Pupsi, die sind zwar mega teuer, gefühlt für so einen kleinen Jungen wie mich, aber die schmecken auch so verdammt gut. Die sind schön würzig, die schmecken zwar auch richtig fettig irgendwie, aber meistens bist du von einer schon komplett satt. Und deswegen ist das eigentlich trotzdem eine feine Sache. Wenn du jetzt losgehst für 3 Euro, na gut, für 4,50 Euro einen Döner und hast danach noch Hunger, dann kauf dir so eine Packung für 3 Euro, ess eine Wurst und du bist satt. Das heißt, du bist für 1,50 Euro satt geworden, während du sonst für 4,50 Döner kaufst oder irgendwas. Die sehe ich immer im Netto, die sehe ich immer im Rewe, auch wenn ich mit der Mama einkaufen gehe. Jedes Mal nehme ich die Packung und sage, guck mal, die sind so genial. Und dann lege ich sie wieder ins Regal zurück, wie so ein kleiner Hund. Aber egal, jetzt habe ich ja eine Packung bekommen. Da werde ich mir auf jeden Fall demnächst wieder einen Semmel holen irgendwo und werde mir die reinziehen. Dann habt ihr hier nochmal die gute Flying Goose. Ja, steht das überhaupt noch drauf? Ich sehe es gar nicht mehr. Also diese Sriracha, sehr scharfe Chili-Soße von Flying Goose. Ich lese zwar jetzt nirgendwo Flying Goose, aber ihr seht ja, hier ist ja diese fliegende Gans. Das ist auch theoretisch die beste asiatische Chili-Soße, die es gibt, wenn du dir die irgendwo drauf machen willst. Schmeckt zwar immer ein bisschen irgendwie nach Erde, aber trotzdem scharf und trotzdem irgendwie fruchtig, Chili-fruchtig. Kleine Packung, kleine Probierpackung, die halten sich auch, die esst sie ja nicht auf allem, die macht ja auch bestimmte Dinge. Immer wenn wir uns China-Nudeln geholt haben, Pupsi und ich, haben wir uns auch so eine Soße da drauf gemacht. Und Pupsi hat immer eine große Packung gekauft, hat gesagt, bei ihr, die hält immer ein halbes Jahr, deswegen kauft sie gar keine mehr. Jetzt haben wir bei mir eine stehen, die wird schneller aufgebraucht. Iswo hat mir letztens auch so eine geschenkt, also auch eine richtig geniale Sache. Dann haben wir hier, nee, oder? Pudding! Jetzt habe ich schon Porridge gelesen. Ich habe immer noch keine Ahnung, was Porridge ist, beziehungsweise was der Unterschied zwischen Porridge und Müsli ist und Porridge und Haferflocken und Porridge und Grießbrei und Porridge und Reisbrei. Aber es ist kein Porridge, es ist Pudding. Vanillepudding, ja? Pudding mit Vanillegeschmack. Ja, jetzt hängst du da unten, deswegen packe ich auch alles in dein Fach rein, weil du... Du wolltest ja nicht. Der lag eben noch draußen auf dem Karton und hat komplett verschlafen, deswegen sieht er ein bisschen müde aus. Dann haben wir hier noch was von Adi. Lucky Cat. Ja? Der Adi ist ungefähr der in der Mitte mit der Zunge, der immer so rumschnalzt. Lucky Cat mit Geflügel, Leber und Katzengras. Und dann haben wir nochmal Lucky Cat mit Seelachs und Scholle.
Ich hoffe nicht mit einer Eisscholle. Dann haben wir hier Rotkäppchen, Fruchtsäcko, Pfirsich. Was haben die damals diesen Fruchtsäcko gesoffen, die Weiber? Ich sag's euch, ist natürlich auch was für Männer. Ja? Wenn jetzt gerade Silvester ist und euer Bierkasten ist leer, dann stoßt ihr auch mal mit einem Fruchtsäcko an von Rotkäppchen. Das ist kein Thema. Adi, mach keine wilden Experimente. Darauf wird sich Pupsi aber sicherlich freuen. Waren ja in letzter Zeit wieder öfters bei Flo und Annika im Garten. Da ist sie auch froh, wenn sie mal was mitnehmen kann und wir zusammen mit denen was haben, was dann auch die Damen trinken können. Werde ich mir aber auch ein Gläschen gönnen, auf jeden Fall. Ist ja hier mein Paket gewesen, ja. Trotzdem, an jeden gedacht, Beefy, the original Beefy Roll Turkey, also aus der Türkei, nein, mit Truthahn heißt es natürlich. Drei Beefy Rolls mit Truthahn. Dann haben wir eine Bravo Knabber Box. Auch richtig stark. Und ich glaube, da sind Sachen drin, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ich kenne nur diese ganz normalen von Leibniz, wo du auch immer dann Pommels drin hast und Chipsletten und andere Sachen. Aber hier, das sieht sehr verdächtig aus. Das sieht alles gut aus. Und da hast du hier dabei mediterrane Snacks, ja? Du hast hier was mit Tomate-Geschmack. Du hast hier was mit Sour Cream and Onion, Schuhcreme mit Zwiebeln. Ah, jetzt wackelt doch nicht die ganze Zeit. Du hast Paprika, du hast Sesam und Mohnsamen. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich kenne nur diese ganz kompletten Standard-Dinge, die es immer gibt. Ach du Scheiße. Und hier noch eine kleine Tafel Schokolade, ne, für nebenbei, wenn ihr mal wieder Hunger habt. Eine riesen fette große Packung Merci. Da wird sich die Mama auf jeden Fall auch freuen. Wenn ihr am Wochenende immer da ist, kann ich ihr immer jetzt was anbieten. Da habt ihr Edelrahmen drin, Kaffee, Sahne, Mandel, Milchnuss, Edelnougat, Edelmarzipan, Herbesahne, dunkles Mousse und Milchpraline. Und obwohl ich kein Kaffeetrinker bin, brauchst du, ich bin auch so wach, früh, wenn ich aufstehe, brauchst du keinen Kaffee, sparst du Geld, rauchst du auch keine, sparst du Geld. Aber bei Merci, die erste Sorte Merci, die ich mir immer rausangel, ist diese Kaffeesahne. Ich weiß nicht warum. Ich mag keinen Kaffee und gar nichts, aber Kaffeesahne von Merci finde ich auf jeden Fall stark und das esse ich immer, weil ich das irgendwie, da habe ich halt einmal im Leben auch meine Kaffeenote dabei. Adi, was machst du denn wieder Feines? Wollen wir dir gleich mal einen Snack geben hier von deinen guten Sticks? Komm, wir haben jetzt hier einmal diesen Forelle-Stick, ja? Adi, jetzt sei lieb, dann kriegst du auch gleich was. Wir halten es dir mal so hin. Willst du da mal abnagen? Nag da mal ab. Normalerweise mache ich das ja immer in die Hand, mache da immer so kleine Brocken und gebe die ihm das dann, beziehungsweise, ja, das ist ja jetzt fast so. Es darf halt nur nicht zu klein sein. Normal lege ich mir die immer in die Hand und lasse ihn mit seiner Nase dann in meiner Hand rumschlabbern. Aber jetzt habe ich ja nur eine Hand. Also beziehungsweise liegt das dann sonst immer so drin. Und er wühlt dann dahin, dass alles schleimig ist. Jetzt ist es nicht schleimig. Aber wenn er das probiert hat, muss er auch gleich von einer anderen Packung auch mal probieren, um zu gucken, was ihm besser schmeckt. Das heißt, wir machen hier auch noch eine auf. Adi Wurst, Adi Schatz, Adi Schatz mit der Adi Wurst. So, ich kann das ja jetzt mal kurz hier ein bisschen klein machen. Ungefähr so. Und jetzt habe ich nicht nachgedacht, weil jetzt habe ich es ja trotzdem dann alles so. Ali, guck! Jetzt habe ich es. Ja, gut, jetzt hat er, glaube ich, fast alle Stücken mit einmal her. Hier, guck mal, das sind noch zwei kleine. Da ist noch ein ganz kleines. Hier kommt noch was hinterher. Ich glaube, anders war das irgendwie professioneller, wenn man es ihm das so in die Nase gibt, in die Nase steckt. Aber den kleinen haben wir noch. Adi, guck hier, der kleine ist noch da. Fertig. Bibi. Ja, jetzt kannst du gehen, jetzt hast du gefressen, jetzt bist du satt. So, ich werde mich jetzt aufmachen und werde gleich die Folge Ramses Kitchen drehen. Werde mir hier die Serviette umhängen, werde den Teller mitnehmen, werde mir da den Döner draufpacken, zack, ungefähr so. Werden wir da das Bierchen aufmachen. Heute ist auch noch die Raid Mania. Ich nehme das nämlich gerade hier am Mittwoch auf. Und nachher Raid Mania noch heute Abend Wrestling. Mittwoch, bester Tag, ich sag's euch. Danke auf jeden Fall an Jens für dieses fette Survival-Paket.
so eine Vielfalt, was da alles drin ist, für jeden was dabei, für Pupsi, für Mama, für Adi, für mich, nochmal für mich in allen Varianten, nicht nur scharf, nicht nur knapprig, auch noch Wurst, ja. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.